So, liebe Rasenfreaks, wir sind jetzt hier in den heiligen Laborhallen bei Freudenberger angekommen. Und wir haben jetzt hier natürlich den David, den kennt ihr schon, und den Michael, ein Experte für Pilze und also mögliche komische Produkte, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Und es geht natürlich um die Frage, wie kann man so ein Saatgut, so eine Gräserfrucht, wie kann man die verbessern, wie kann man dafür sorgen, dass sie schneller und besser aufläuft. Und da kommt das Stichwort Mantelsaat ins Spiel, Mantelsaat. Und hier sieht man das schon sehr schön, David oder Michael, was sieht man? Man sieht hier eine Nacktsaat, steht da drauf, und eine Mantelsaat. Wie erwähnt, die Mantelsaat haben wir hier auf dieser Seite. Da wird ein spezieller Mantel, bestehend aus Hüllmasse, die aufgetragen wird, mit verschiedenen vorteilhaften Eigenschaften für das Saatgut selbst aufgebracht. Welcher dann zum einen physikalische Verbesserungen des Saatgutes zur Folge hat, also die Fließfähigkeit, der Bodenschluss, also quasi Auflage auf dem Boden wird verbessert, Wasseraufnahme wird befördert und auch bei Trockenheit bietet der Mantel viele Vorteile im Sinne von der Wasserhaltekapazität. Also das Saatgut ist weniger anfällig für Dürreschäden, die dadurch entstehen könnten. Das wusste ich auch überhaupt nicht. Das heißt, also tatsächlich auch diese Mechanik ist bei dem Mantel wichtig, dass das Saatgut besser fließt, besser sich verteilt, besser auf dem Boden liegt und dass das Wasser da drin auch besser gehalten wird. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Genau, und dann kommt noch die Chemie, die da drin ist. Oder was ist das? Biologie. Genau, die Biologie ist dann ja quasi mein Metier primär. Und da waren ja schon die angesprochenen Pilze, wo wir dabei sind, viel mit Bakterien und Pilzen verschiedenen zu arbeiten, die förderlich sind für die Entwicklung des Keimlings oder auch für die Gesundheit der Pflanze im Allgemeinen. Ja. Läuft unter dem Begriff Biostimulantien, also natürlich vorkommende Bakterien und Pilze, die wir hier ganz gezielt an die Pflanze bringen können, um somit sie quasi zu unterstützen, das Immunsystem der Pflanze zu stärken durch die Zugabe dieser Bakterien oder Pilze. Und die technische Herausforderung, vor der wir da stehen und die wir auch schon gut gemeistert haben, ist, diese Bakterien und Pilze in den Mantel einzubringen, sodass sie auch gut überleben aktiv sind, sobald der Samen keimt. Genau, so, man muss sie natürlich erstmal da mit einkleben, einbringen und dann muss der Pilz inaktiv sein, bis dann wahrscheinlich Wasser und Wärme und irgendwie zusammenkommt und dann entsteht überhaupt die Wirkung erst. Genau. Und das muss ja auch dann funktionieren, wenn es soweit ist. Exakt. Das ist also eine Form der Konservierung quasi, dass man die Pilze, die Bakterien da stabil in diesen Mantel mit einbringt. Und vielleicht grundsätzlich der Hintergedanke, wir diskutieren das in der Landwirtschaft, wir diskutieren das zunehmend auch im Rasen. Es ist ja der berechtigte Wunsch von Seiten der Politik und der Gesellschaft, dass man mit Blick auf Pflanzenschutzmittel und mit Blick auf klassische Düngemittel in Zukunft etwas sparsamer umgehen soll, um negative Umweltwirkungen zu vermeiden. Und deswegen beobachten wir eigentlich auch auf Seiten unserer Kunden in den letzten Jahren eigentlich einen verstärkten Fokus, ein verstärktes Interesse auf dieses Produkt Saatgut. Naja, und wenn zwei Säulen, nämlich einmal Dünger und Pflanzenschutz, in Zukunft vielleicht restriktiver behandelt wird, ist verständlich, dass einfach der Fokus auf dem Saatgut liegt und man sich überlegt, wie kann ich möglicherweise zusätzliche Nährstoffe oder aber zusätzlich gewünschte Effekte, Schutzmechanismen in dieses Saatgut mit integrieren. Und da ist eben diese Mantelsaattechnologie für uns eine gute Brücke, um das zu erreichen. Was ich ja zum Beispiel kenne, ist das Stichwort Mykorrhiza, ne? Also ein Pilz, der sich an der Wurzel anhaftet, eine Symbiose bildet mit der Wurzel, die Pflanze eben besser versorgt mit Nährstoffen und die Pflanze versorgt den Pilz. Ist ein Pilz? Gut. versorgt den Pilz eben auch wieder mit Produkten, dass er gut leben kann und so eben durch diese Symbiose eine bessere Nährstoffaufnahme erfolgt.
Das ist das, was ich kenne. Es gibt aber noch andere. Genau, richtig. Und was, ja, was gibt es da noch? Also, genau, es also gibt ein paar Schlagworte, so ein paar Fachbegriffe. Genau, also da kann man auf jeden Fall einmal die Endosymbionten ansprechen. Oha. Also wir hatten hier gerade Endosymbionten. Also eine kleine Begriffserklärung ist einfach, ja, Endo von innen. Okay. Und Symbiont ist ja ein Organismus, der mit der Pflanze zum gegenseitigen Vorteil lebt. Ja. Also so wie der Mykorrhizapilz zum Beispiel, sind das auch Pilze, die Pflanze besiedeln. In diesem Fall aber von geht innen. In die Wurzel rein. Genau, innen, okay. gibt auch Symbionten, die außerhalb leben, aber das ist für uns sehr interessant, da wenn wir so einen endosymbiontischen Pilz, mit dem wir auch gerade sehr viel in Kooperation mit Universitäten und Hochschulen, sind wir da in einem Projekt, weil wenn dieser Pilz in der Mantelsaat eingearbeitet ist, ja, sobald er mit dem Keimling in Symbiose geht, ja, na dann auch permanent in der Pflanze vorhanden ist. Um nochmal zu zeigen, wie der Effekt ist von solchen, ja, Pilzstämmen. Hier sind das jetzt Rhizobien. Oh, ich kann diese Begriffe mal kaum aussprechen. Das ist also auch eine Pilzart, ja, oder? Bakterien sind es. Das sind jetzt Bakterien. Genau, oh Mann, richtig. Der Rahmenfrieger hat falsches. Also Bakterien. Rhizobien sind Bakterien. Genau. Mykorrhiza ist ein Pilz. Bacillus subtilis. Auch ein Bakterium. Ist auch ein Bakterium. Genau. Also das ist immer diese Unterscheidung, da schnalle ich völlig ab. Aber der Michael hat jetzt hier so drei Proben und da sieht man eben deutlich, was tatsächlich so eine, ja, ich nenne das jetzt mal Impfung, so ein Bakterium bewirkt. Hier haben wir nämlich drei Exemplare von einer Luzernepflanze, die unter sterilen Bedingungen aufgezogen wurde. Ja, das heißt, in diesem Gelmedium sind keine Bakterien vorhanden, das ist steril, da kommt auch nichts rein. Und zusätzlich haben sie alle Nährstoffe, die sie brauchen, diese Pflanzen, außer Stickstoff. Stickstoff ist nämlich der essentielle Nährstoff, der durch Rhizobienbakterien, die in Symbiose mit der Pflanze sind, bereitgestellt werden kann. Und auf dieser Seite haben wir die Kontrollpflanze. Hier haben wir ein Exemplar mit einem Wildstamm beimpft und hier mit einem Stamm, den wir extra ausgewählt haben. Und was man nun sehen kann, ist der Kontrollstamm. Die Pflanze wächst deutlich langsamer, einfach weil die Nährstoffe für die Biomassebildung fehlen. Und wir sehen in diesem Wurzelnetzwerk auch spärlich. Ja, genau. Spärlich. Und hier bei dieser Wildstamm beimpften Pflanze sehen wir deutlich mehr Biomassebildung, schnelleres Wachstum, besseres Wachstum. Und ganz besonders wichtig sind diese kleinen Knöllchen, die man hier entlang der Hauptwurzel vor allem beobachten kann. Das sind die Orte, in denen die Wurzelknöllchen-Symbiose stattfindet. Das heißt, dort sind die Bakterien angesiedelt und so können die Bakterien aus der Luft quasi den Stickstoff ziehen und der Pflanze zur Verfügung stellen. Wow. Genau. Und wenn wir hier noch einmal den Unterschied sehen, hier haben wir ja mit einem Wildstamm von Rhizobien beimpft, hier mit einem Wild heißt, das genau, ist aus nicht der Natur ausgewählt, entnommen, sondern einfach entnommen. Richtig, ja? Genau. Und hier haben wir einen ausgewählten Stamm und da müssen wir vielleicht nochmal ranzoomen. Da sehen wir hier vor allem am Wurzelhals haben wir eine deutlich stärkere Knöllchenbildung und ja, das korrespondiert dann auch ganz einfach mit dem Stickstoff, mit der Menge an Stickstoff, die die Bakterien in den Knöllchen der Pflanze zur Verfügung stellen können. Cool. Genau. Okay, ja, das ist genau das, was man natürlich auch wissen will und auch beweisen muss, dass eben solche Produkte auch wirklich wirken. Michael, danke, cool. Sehr gern. Sehr interessant. Wir sind jetzt hier im Greenhouse, im Pflanzraum, wo man jetzt sehr gezielt und sehr spezielle Versuche durchführen kann. Hier zum Beispiel haben wir einen Behälter, wo man sehr, sehr gezielt die Bewässerung und die Beleuchtung von Pflanzen steuern kann. Und hier kann man halt testen, wie reagieren verschiedene Gräsersorten, Gräserarten auf die Bewässerung, auf wenig oder viel Bewässerung, also auch ne, zu feuchte Lagen oder zu trockene Lagen und wie auch noch in Kombination mit dem Licht, mit dem UV-Licht, mit der Beleuchtung kann man hier wunderbar an so einer Kiste simulieren. Ja, und so sieht das aus. Und da kann man auch reingreifen. Ich durfte sogar reingreifen. Wie war das hier? So, ganz vorsichtig. Und ich darf auch das Gras streicheln. Genau, also das ist erlaubt. Sehr schön. Okay, ja, super. Vielen Dank. Boah. Lager sind immer faszinierend. Das ist unglaublich. Ja. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Das, was ihr gleich, also in 20, Viertelstunde, 20 Minuten sehen werdet, ist natürlich Masse ohne Ende Saatgut. Und das ist jetzt hier der Kräuterkäfig. Wildblumen und gewisse extrem teure Arten
halten wir in einem Container verschlossen. Da sind Sachen dabei wie so Mauerpfeffer. Da kostet ein Kilo auch locker 1.500 bis 2.000 Euro. Was? Ja. Und dementsprechend, da darf auch nicht jeder rein. Okay. Weil wir haben nicht nur Raketeningenieure hier im Hause, die dann so mit der Schippe, sondern da müssen wir auch nach dem Gramm mal arbeiten. Wir machen Sondermischung. So teures Saatgut? Es gibt noch wesentlich teurere Saatgut. Ich weiß, das Begoniensamen ist kein Wildsaatgut. Kostet auch schon mal 40.000, 50.000 Euro im Kilogramm. Wow. Und ganz so teuer ist es hier nicht. Aber bei Mauerpfeffer weiß ich, Sedum liegt das bei 1.000 bis 2.000 Euro. Je nach Subspezies muss man sagen. Braucht noch jemand Poanua? Wir haben noch was hier. Jetzt zum Sonderpreis für 0 Euro. Wir haben im Prinzip zwei Zulaufmöglichkeiten. Entweder Sackware, dann werden die entsprechenden Paletten hier hingestellt, die Säcke abgezählt, ja, für eine entsprechende Charge hier draufgeworfen auf die beiden Bänder. Die Säcke werden da draufgeworfen? Die Säcke werden komplett da draufgeworfen. Okay. Big Bags oder Kisten würden hinten zugeführt werden, da ist eine extra Kippstation dafür. Ah ja, okay. Dann werden die Säcke hier hochgefahren. Automatisch geschlitzt. Okay. So, und wir versuchen dann natürlich möglichst Papiersäcke in dem Fall auf der rechten Seite und Kunststoffsäcke von dem Ausgangsmaterial auf der linken Seite, um möglichst, ich sag mal, Sorten reinzutrennen nachher, was die Entsorgung angeht. Okay, ja. Die werden also geschlitzt, das Saatgut läuft dann oben nochmal über so eine Art Reinigungssieb, weil beim Schlitzen kann Papierreste oder Kunststoffreste mit drin bleiben. Das ist nachher bei einer Aussaat, bei einer Sämaschine ungewünscht, wenn sich da so ein Stückchen Papier oder einen Faden irgendwo festsetzt. Ja, ja. Das ist immer sehr, sehr unschön. Von dort aus läuft das Saatgut dann. Das heißt, die Säcke werden jetzt hier raussortiert und dann hier zusammengepresst und dann entsorgt. Gepresst. Die werden nachher in Ballen der Papierentsorgung bzw. Kunststoffentsorgung. Ja, genau. Im Moment bekommt man sogar ein bisschen Geld dafür, wenn sie Sorten rein sind. Okay. Wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir diese Zwischenreinigung hier eingebaut. Da werden diese Filter, dieses Papier ausgesiebt. Ach so, das darüber, okay. Das Saatgut fällt durch, die Papierschnipsel und Kunststoffe bleiben da hängen. Das passiert hier. Von hier geht die Ware dann hoch in diese beiden Silobehälter. Jeder passt 5 Tonnen Saatgut ungefähr. Wenn einer voll ist, geht es dann automatisch in den anderen. Sobald der eine voll ist, wird der entleert in den Mischer. Okay. Hochgefahren. Wow. Da passen 10 Tonnen rein. Das Mischen dauert hier 2 Minuten. Dann ist das sauber. Und von dort geht es dann in die automatische Absackanlage. Das muss man sich so vorstellen. Hier werden die leeren Säcke mehr oder weniger zugeführt. Ja. Vereinzelt. Angezogen. Mit so Luftfröppels, sage ich mal. Mhm. Unter diesen dort eingeklemmt. War geöffnet, okay. 25 Kilo fallen rein. Hier wird es vernäht, inklusive Etikett, okay. Etikettenspender. Dann läuft man hier schon über das Band. Dann gibt es irgendwo auch nochmal eine Kontrollverbiegung für den Fall, dass. Einmal müssen wir es manuell machen, das heißt, die müssen jeden. Wir haben immer einmal mal geprüft werden. Genau, weil die Wagen sind zwar auch alle, wie heißt es? Zertifiziert. Zertifiziert abgenommen und trotzdem. Einige möchten immer noch mal Protokoll sehen und so weiter. Wir verwalten uns in Deutschland zu Tode langsam. Ja. Hier bekommt der Sack dann noch mal auf Wunsch ein Bodenlabel, sprich auf den Hintern. Da könnte Rasenflix, Spezialmischung mit 7 QR-Codes und ich weiß ich nicht was da draufstehen. Geht dann hoch in den Palettierer. Wenn die Palette voll ist, fährt sie durch in den Wickler und hinten wird sie dann im Prinzip abgenommen. Boah. Und die Maschine, wenn wir jetzt über Rasenmischung, schafft die rund 70 bis 80 Tonnen in einer 8-Stunden-Schicht. Boah. Ein Produkt. Ja, wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt ganz viele 5-Tonnen-Mischungen, müssen danach immer sauber machen, dann geht natürlich die Gesamtleistung massiv runter. Wir gucken, dass wir hier die ganz großen Linien fahren und wir haben drüben noch 10, 11 weitere Absackmaschinen, Mischmaschinen in unterschiedlichsten Größen, auch in den unterschiedlichsten moderne Grad, sage ich jetzt mal, sprich von halb automatisch oder fast halb manuell bis vollautomatisch. Okay. Das ist historisch gewachsen. Ja, wir haben nie eine Maschine weggeschmissen, sondern immer wieder eine neue dazugestellt. Und irgendwann muss so ein Ding auch mal rausfliegen. Ja, ja.
Okay. So, und das ist das, ob da jetzt nachher ein Sack drunter hängt oder eine Fallschachtel oder ein Beutel, ist im Prinzip egal. Der Mischeffekt ist genau das gleiche in allen. Ja. Und das ist nachher nur die Konfektionierung. Da steht dann eine kleinere Maschine, die Fallschachteln auffaltet, verklebt und da fällt es da rein. Oder halt eine Schlauchbeutelmaschine oder ähnliches. Das System ist aber dann immer das gleiche. Es kommt ja jetzt eben nicht auf die Verpackung drauf an, sondern es kommt auf den Inhalt drauf an. Das ist das Entscheidende. Sämtliche Maschinen sind hier mit automatischen Probennehmern ausgestattet. Wir dürfen ja von der Landwirtschaftskammer unsere eigenen Mischungsnummern, das heißt, wir bekommen einen Block von Nummern, der fortlaufend ist, müssen aber dafür auch Rückstellmuster stellen. Ja, so. Auch das kann man entweder sagen, das macht man manuell, da sagt die Landwirtschaftskammer, nee, das möchten wir lieber vollautomatisch haben, ist für uns am Ende des Tages auch einfacher und auch ehrlicher. Ja, klar. Wenn wir jetzt eine interne Qualitätskontrolle, unsere Muster sind immer super, weil ja der entsprechende Maschinenführer, der will keinen Knatsch haben, der mischt das immer genauso, wie es sein muss, dann kommt der gut aus der Nummer raus. Wenn wir wirklich wissen, da ist irgendwo was schiefgelaufen, das muss ja noch nicht mal eine böse Unterstellung gegenüber dem Mitarbeiter sein, sondern es kann ja auch durchaus sein, dass die Ware, das ist schon mal vorgekommen, aus Neuseeland Nui, deutsches Weilgras, die Säcke waren genauso wie Ackerbohnen. Oh. Und die hießen ähnlich. So, und aus irgendeinem Grunde, wahrscheinlich war es in Neuseeland eine Restpalette, die wurde dann mit Nui voll gemacht. Mitarbeiter hat nicht aufgepasst, die haben die Ackerbohnen mit da reingeschmissen. Ja. Da kann der Mitarbeiter nichts dafür im Endeffekt. Ja. Aber zumindest kann man nach einem Moment, da war schief gelaufen. Zumindest ist es erklärbar. Ja, okay, super. Und, okay, ich glaube, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ich texte euch voll so lange, wie ihr das möchtet. Nein, wir möchten jetzt. Wir sind reich beschenkt hier mit Informationen. Stefan, vielen lieben Dank für hier diese ausführliche Besichtigung, für den Rundgang hier, für die ganzen Informationen, die wir hier bekommen durften. Sehr spannend. Ich hoffe, die Zuschauer finden das auch sehr spannend. Vielleicht wird es sogar ein Mehrteiler, ich weiß es nicht. Ein Wahnsinn. Man kann sich das, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, was hinter so einer Saatgutmischung und überhaupt hinter dem Produkt Saat, Früchte eigentlich hintersteht. Ich denke, für mich war es sehr beeindruckend, das hier mal zu sehen. Am schönsten waren natürlich die Rasenflächen. Da kann man nichts machen. Und ich freue mich wirklich, dass wir hier sein durften. Vielen Dank nochmal. Und dann, vielleicht sehen wir uns nochmal. Und das war es jetzt soweit. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. So, lieber Ranfig, jetzt sind wir hier am Ende angekommen hier und sind jetzt hier nochmal im Keller. Und dort sehen wir tatsächlich die ganzen Produkte, die die Firma Freudenberger herstellt. Nicht für sich selbst, sondern für die verschiedensten Firmen. Also wenn jetzt irgendein Garten- und Landschaftshandel, irgendein Baumarkt eine Rasenmischung haben möchte, dann geht dieser Baumarkt, wie zum Beispiel Dena oder Thom, geht er zu der Firma Freudenberger und bespricht mit der Firma Freudenberger, wie können wir eine interessante Rasenmischungspalette für unsere Kunden anbieten. Was habt ihr da? Wie können wir die entwickeln? Welche Varianten wollen wir da haben? Bis hin zum Design. Teilweise haben die Firmen natürlich ihre eigenen Firmen, die Designs herstellen. Und dann produziert die Firma Freudenberger genau diese ganzen Packungen. Und das ist das, was die Firma Freudenberger jetzt wirklich ausmacht. Nicht Direktvertrieb an den Endkunden, sondern über die verschiedensten Firmen an euch. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Okay, gut, ja.